auch mal was anderes testen. Das macht er auch nicht. Achso, warte mal ganz kurz. Ja, der macht das, weil ich dämlich bin. Ah ja. Ich könnte kotzen. Vielleicht sollte ich auch einfach mal ein paar Platten dafür mitnehmen. Hm. Komisch, jetzt geht auf einmal. Ich bin am Bauen oben. Schau mal, was ich in der Hand habe. Moment. So. Moin. Will nur mal wissen, nein, ja? Nein, ich hab zu wenig Leben. Ich hab zu wenig Leben. Ja, ich beleb dich ja wieder, ist ja alles gut. Nein. Ich will's nur mit das. Warte. Okay. Hier, deins liegt hier drin, ne? In der mittleren Box. So. Hier, deins. Jetzt darfst du. Also den. Okay. Okay, mach nur so. Ja, 75% von einem. Okay. Deins liegt in der mittleren Box, du kannst deinen anderen dann wegtun, weil der ist quasi besser als der. Mhm. Also warte, nee, das ist meine Ursache. Nein. Mit diesem Inventar nicht klar, ne? Achso, ich hatte ja gar keinen mehr. Stimmt. Achso, dann umso besser. Hm. So. Biobrennstoff. Einer mit. So, bitte mal sortieren. Ja. Dass das einfach nicht geht, das ist so behindert. Ja, gib's doch zu, dass du das nicht kannst. Was? Ja gut, du hast mich erwischt. Ja, ne? Schrecklich. So, kann ich da irgendwas hier reinschmeißen? Ja, 6 Kabel. 25 verstärkte Platten. Okay, die kriege ich noch hin. Die kriege ich hin. Ui. So. Ah, das wird ein bisschen knapp. Das wird mehr als knapp. Machst du gerade? Die verstärkten Platten. Ach, die, ja. Oh, das hat gerade noch so gepasst. So. Kabel kann man noch nicht machen. Kabel? Ja, nein. Kann ich machen, ja. Packst du alle? Könnte knapp werden, aber. Nee, ich schaff die komplett. Okay. Kriegst du denn die Rotoren? Ja, theoretisch. Und praktisch? Auch. Warte mal kurz. So, das ist mal wieder weg. So, komm, alles lagern. Die Schrauben dann weg. So, was soll ich machen? Rotoren, ne? Genau. Für die Rotoren. Schrauben und. Oh, okay. Schrauben hatte ich gerade noch hier. Und Rohre. Ich helfe dir mal mit den Rotoren, ja? Ja, 17 kann ich machen. Ich kann 10 machen. Okay, dann haben wir auf jeden Fall. So, Rotoren drinne. Brauchen wir. Achso. Ja, kann.
Ich kann die Sprungdinger bauen, yes. So. Gibst du das letzte in Auftrag? Ja, perfekt. Oh, wir brauchen jetzt Motoren. Kümmerst du dich darum? Dann schon mal, ich gehe auf die Sprungdinger. Ich muss Pause machen. Achso, ja. Gibt's jetzt was zu futtern. Allerdings, kommen wir überhaupt an die Motoren ran? An was? Motoren müssen wir bauen. Ja, in der Werkbank kann man die doch bauen. Ja, da brauchen wir ja auch nur... Okay, Motoren kriegen wir hin. Und wir brauchen Statoren. Und Statoren, dafür brauchen wir Stahlrohre. Ja, Stahl, ja dann... Nee, Stahl können wir vergessen. Und Draht. Stahl müssen wir einen kompletten Produktionszweig neu eröffnen. Ja, mach scheiße. Komplett. Und dafür braucht man zwei Rohstoffe, ne? Kohle und Eisen. Ja. Nee, das kriegen wir nicht so schnell hin. Das muss warten. Was braucht man für Ressourcen aktuell im Weltraumlift, um die nächsten Stufen zu Motoren und Rotoren. Oh. Nee, sag mal. Ja. Bist du sicher? Motoren und Stahldinger, diese Gerüste. Motoren? Ja. Genau dasselbe. Also wir kommen jetzt mit keinen Schritten mehr weiter, wir müssen den Produktionszweig bauen. Ich habe keinen Bock gerade. Wir bauen erstmal die Stelzen, okay? Stelzen? Ja, damit wir springen können, die wollten wir doch testen. Ja, können wir die jetzt schon bauen? Ja, können wir, die haben wir gerade freigeschaltet mit dem Meilenstein. Turbodraht. Wo sind die? Wie baut man denn Turbodraht? Calcium. Nicht Calcium. Das andere Ding. Oh ne, also können wir auch nicht so bauen. Ja. Ja, Michi. Gut, dann würde ich sagen, ist das ein perfekter Zeitpunkt für einen Cut. Oh. Dann geht's auf den nächsten Cut weiter mit der nächsten Produktionskette und ich hoffe, dass die Bugs da oben weg sind mit den Gerüsten. Ja, also müssen wir in der nächsten Runde damit anfangen, so eine Scheiße. Ja, muss man mal irgendwann, ne? Wir wollen ja auch irgendwann Züge haben und so, ne? Boah, das wird auch noch nackt. Und Uran oder was es da gibt? Oder irgendwas stimmt hier hinten nicht. Ich sehe schon. Hast du gerade genug dabei, um Kabel zu ziehen? Ich habe zwei Kabel dabei. Dann, ja, okay, wir brauchen mehr Kabel. Was willst du denn gerade machen? Unsere Stahlproduktion, was Platten angeht, wiederherstellen. Die ist gerade vom Stromnetz getrennt. Ich habe jetzt 60 Kabel dabei. Ja, dann machen wir hier die Ecke. Hier. Ja. Und dann hier vorne den Strommast, der auf dem Land steht. Genau. So. Sehr schön. Ja. Fährt unser Wagen eigentlich noch? Ich schau mal gerade. Wagen, wo bist du? Beim Kompass bewegt er sich gerade. Ja, beim Kompass bewegt er sich. Moment. Gehen gerade nicht. Ah doch, ja, er fährt, ja. Wie viel transportiert der eigentlich auf einmal? Der, keine Ahnung, also ich glaube 60 oder 120 kann der. Hey, pass auf. Auf Wiedersehen. Ah, schade. Ich dachte, warte, ich guck mal. Jetzt wird das eingelagert. Wann lagert er das? Hat er schon. Oder da hinten gibt es ein Problem. Ja. Ich lauf mal gerade mit ihm, ich will mal kurz den Kofferraum noch gucken. Also ist hier hinten läuft voll, der hat jetzt 80, 81, 82. Hier hinten läuft's. Der wird so um die 80 müsste der liefern. Ja, der hat jetzt im Kofferraum aktuell 87. Ja. Ich fahr mal gerade mit ihm und will mal kontrollieren. Ja, klar. Oh. Nein!
ist eigentlich mal aufgefallen, dass wir hatten noch mal diesen Riesen immer hier vorne rumlaufen, ne, im Wald. Ja. Dass der mittlerweile gar nicht mehr hinkommt. Zu viel Abgase. Möglich. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Wald nicht mehr da ist. So. Was passiert jetzt, wenn ich genau hier drunter stehe? Ist er schon entladen? Er müsste 87, ja. Okay. Das komplette Gebäude ist die LKW-Station, ne? Das ja. Ist das komplette Teil. Stau, ne? Ja. Da müssen wir auch nochmal nachbessern. Weil wir sehr viel Draht brauchen. Ja, das ist der Kollege hier am Ende. Den müssen wir übertacken. Oder wir bauen einen zweiten. Ja, oder so. Aber das müssten wir dann. Den brauchen wir viermal insgesamt, ne? Also noch zweimal. Einmal hier und einmal für die andere Produktion. Ja. Theoretisch müssen wir die Produktionskette auch nochmal komplett neu aufstellen. Ja, wie gesagt, so genau müssen wir das hier unten nicht machen, ne? Ja gut, aber wenn du siehst, wir kommen nicht mehr weiter. Oder wir konzentrieren uns jetzt wirklich auf die ganzen Krampen nach oben zu liefern und machen dann da, fangen da mal an. Ja, ich würde da eigentlich erst machen, obwohl, ja. Wenn wir das ist die Frage, wie wir das hochkriegen. Aktuell ja nur per Förderband. Ja, mit Förderbändern würde ich es machen. Also entweder gehen wir gleich auf etwas, ich sag mal, Produktivität, in dem Sinne, dass wir Kupfer nochmal überarbeiten zum Beispiel, ne? Ja. Oder wir setzen auf die neue, aufs neue, ja, wie heißt das? Die neue Rohstoffgeneration Stahl. Oder wir konzentrieren uns darauf, dass wir alles nach oben verlegen und da alles nochmal neu aufrollen. Mir ist es egal, was. Alter, volles, volles Leder. Okay. Hier mit gar nicht. Alter, also, was? Wie hat die das abgezogen? Ich hab nur ganze Zeit immer drei Leben. Hä? Lass dich nur. Ah, ne. Hä? Ich flieg dadurch nur hin. Nee, ich hab ein Leben dann nur abgezogen. Ja. Danke. Nein! Jetzt bin ich. Ich bin direkt tot. Oder? Ja. Also auch direkt, Leute. Ja, bin komplett. Versteh ich gar nicht. Dein Inventar liegt hier. Jo. Die Waffe ist geil. Ja, also ich wäre wahrscheinlich doch dafür, dass wir erstmal erst mal aufhören. Getroffen. Ja. Bei dir gibt's jetzt Essen, ne? Ja, klar. Wie lange bist du weg? Keine Ahnung, ich muss ja nur noch einen Abwasch machen und so, ne? Also von daher. Das zieht sich ja ein bisschen. Vorher eine halbe Stunde oder länger? Ich sag mal maximal eine Stunde. Okay. Gut, ja. Also ich wäre eigentlich schon dafür, wenn wir jetzt eine schöne, saubere Produktion in die Luft verlegen. Können wir gerne mit anfangen. Ja. Dafür brauchen wir ja im Moment lediglich Beton. Ja. Und danach die Förderbänder. Und dann ist halt die Frage, wo du das halt in die Luft bauen willst, ne? Am liebsten nicht über Grünflächen oder überhaupt über Land, sondern hier sowas, hier drüben. Hier drüben? Irgendwie, wo was? Hier, wo ich stehe. Wo stehst du? Also ich sehe dich auf der Karte irgendwo da hinten, aber ja, ach, dahin. Ist halt nicht mehr am Ende? Ja. Ich weiß aber nicht, wie weit man in die Richtung bauen kann. Ne? Du weißt, dass wenn wir da runterfallen, dass wir da ein Problem haben, ne? Ja und? Dann alles weg ist. Man kann das ja auch sicher bauen. Soll ich mal schießen? Aber wenn wir das hier über unserer Base bauen, ne? Ja. Ich weiß nicht, wird es dann nicht sehr dunkel unten drunter? Keine Ahnung. Und wenn schon? Ja, was sagst du? Ich wäre eigentlich schon dafür, dass wir das über die Base bauen. Dann bauen zum wir Teil so ein bisschen versetzt, können wir das ja machen. Ja, lass mal über der Base bauen.
Gut, dann geht es nach der nächsten, in der nächsten Aufnahmesession einfach damit weiter, wie wir das Lager nach oben in die Lüfte verlegen. Revolution. Oh Gott. Na gut. Dann noch irgendwelche Abschiedsworte. Nein. Bis zur nächsten Session. Ciao. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!